10 Millionen zusätzliche Impfdosen für die EU und das 1-2-3-Klimaticket steht endlich in den Startlöchern. Das und mehr habe ich jetzt gleich für euch bei Push für euch am Freitag, dem 26. März. Schön, dass ihr wieder mit uns aufsteht und schön wird auch das heutige Tagerl. Ihr könnt euch also freuen, richtig viel Sonne gibt's heute, daher wird es auch richtig fein warm. Bis zu 21 Grad sollen wir heute sogar bekommen. Die EU ist sich einig. 10 Millionen Impfdosen sollen die Lücke schließen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben gestern vereinbart, 10 Millionen zusätzliche BioNTech-Pfizer-Impfdosen zu nutzen, um bestehende Differenzen in der Verteilung auszugleichen. Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich erleichtert und zufrieden, denn auch Österreich könnte davon profitieren. Kurz sagt, sie hätten sich intensiv für eine gerechtere Auslieferung der Impfstoffe in der EU eingesetzt. Die Impfdosen sollen im zweiten Quartal ausgeliefert werden. Im Osten des Landes kommt es ja jetzt zur sogenannten Osterruhe. Das bedeutet ein Lockdown in abgespeckter Form für 6 Tage. Aber wie finden das denn die Österreicherinnen und Österreicher? Kommt die Osterruhe zu früh oder sind sie generell dagegen? Wir haben nachgefragt. Also ich finde das gut, dass die Leute mal zu Hause bleiben. Aber das sollte vom Anfang an sein, also nicht so einen Monat Sperre und dann wieder alles offen. Ich denke, die Zeiten sozusagen der Reduzierung der Kontakte hätte schon viel früher stattfinden sollen. Also meiner Meinung nach hätten die medizinischen Gutachter und Gutachterinnen mehr Gehör finden sollen und dass sie die Politik so nach der Wirtschaft richtet. Ich halte es schon für sinnvoll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob jetzt so ein paar Tage Lockdown und Geschäfte zu wirklich irgendwie was verändern wird an der Situation. Aber grundsätzlich halte ich es schon sinnvoll, auf steigende Zahlen mit Maßnahmen zu reagieren. Weil man sieht auch, im Lockdown war einfach die Kärntner Straße komplett voll und die Leute halten sich auch einfach viel zu wenig daran. Und es macht auch keinen Sinn, da kurz wieder etwas aufzumachen. Jetzt wird es wieder geschlossen, danach wird wieder alles überfüllt sein. Ja. Österreichweit um 3 Euro mit den Öffis fahren. Das verspricht das 1-2-3-Klimaticket, eines der großen Wahlversprechen der Grünen. Gestern Abend wurde eine weitere Hürde genommen. Der Nationalrat hat den organisatorischen und rechtlichen Rahmen für das Projekt gebilligt, sodass Infrastrukturministerin Leonore Gewessler von den Grünen davon ausgeht, das bundesweite Ticket noch heuer starten zu können. Einzigen, die dagegen gestimmt haben, waren die Freiheitlichen. Sie sehen eine schlechte Umsetzung eines an sich guten Produkts. Insgesamt soll es beim 1-2-3-Ticket 3 Zonenkarten geben. Zuerst soll die bundesweite Zone realisiert werden, mit der man um 1.095 Euro im Jahr im ganzen Land mit sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein kann. Später sollen dann auch die 2 weiteren Zonen folgen. Über 850 Millionen Dollar Strafe. Das musste die University of Southern California zahlen. Warum? Jahrzehntelang hat ein Gynäkologe an der renommierten Uni in Los Angeles gearbeitet und während seiner Anstellung hat er hunderte Studentinnen belästigt. Die Studentinnen haben das auch immer wieder gemeldet, doch die Uni hat die Hinweise lange Zeit einfach ignoriert. 2018 hat dann die Los Angeles Times den Fall aufgedeckt. Jetzt muss die Universität 852 Millionen Dollar an mehr als 700 Betroffene bezahlen. Gegen den fraglichen Gynäkologen, der heute 74 Jahre alt ist, läuft auch ein strafrechtliches Verfahren. Der Arzt weist die Vorwürfe allerdings zurück. Das war's auch schon wieder mit Push. Rein in den Freitag, rein ins Wochenende. Also genießt eure Tasse Kaffee oder Tee, vielleicht schon in der Sonne. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Update. Tschüss, Baba, bis gleich. Boom. Boom, 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 boom.